Hallöchen und willkommen zurück zu The Last Kingdom, dem Cancelled Release von Super Mike. Mal schauen, was uns diese sagenhafte Burg mit dieser sagenhaft epischen Musik noch so alles liefert. Ich wünsche, wir könnten rennen, aber der Herr ist sich zu fein, um zu rennen. Schaut mal, wir können hinter den Zinnen entlang laufen. Das ist 3D. In gewisser Weise. Gut. Ja, schauen wir mal. Das ist nicht das richtige Gebäude. Das Menü geöffnet. Ja, woher sollte ich das auch wissen? Wir hätten ja einfach dem Tier folgen können. Gab es hier ein Tier? Nein, wir sind dem Fuchs doch überhaupt nicht begegnet. Der Fuchs schläft noch. Oder er sitzt irgendwo anders. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen uns das Schloss sehr gerne an. Ist ja nicht gerade das hässlichste Gebäude. So, wo waren wir überhaupt zuletzt? Müssen wir hier hin? Können wir hier hin? Also wir können schon hier hin, aber ist es denn unbedingt notwendig? Wo bin ich? Hohe Schränke. Gut. Oh, der sieht sehr gemütlich aus. Dieser Stuhl. Sessel. Stuhl. Holz aus Holz. Genau das ist er. Und es gibt nichts zu entdecken. Komm schon, ein bisschen looten. Kann doch nicht schaden. Der König hat sowieso mehr als genug Zeug. Und anscheinend fliegt das Gebäude, wenn wir durch das Fenster sehen. Herrlich, ich liebe fliegende Gebäude. Das fliegende Klassenzimmer hat hervorragende Vorarbeit geleistet, um diese Idee aufrecht zu halten. Sequenz! Was für eine Unordnung. Und ich bin ganz schön klein. Was sind das für Bücher? Was ist hier nur los? Das Buch handelt von den Königsmorden. Königsmorde? Ich bin auch bald ein König. Meine Vorgänger wurden alle getötet. Glaube ich. War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Warum studiert er die Königsmorde? Sie liegen jedoch teils schon Jahrhunderte zurück. Tja, warum studiert der König die Königsmorde? Oh, ja. Die Messagebox ging automatisch weg. Dafür konnte ich nichts. Entschuldigt, habe ich euch erschreckt? Nein, nein, meine Finger sind nur ganz glitschig von der Vaseline. Es tut mir leid, ich wollte nicht. Ich kann überhaupt nicht lesen, ich habe nur geflunkert. Ah, eine Animation, habt ihr diese Animation gesehen? Es tut mir leid. Es ist schon in Ordnung. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich die Ereignisse der Königsmorde studiere. Aber warum sie als König der betroffen sein könnte? Sie liegen doch schon so lange zurück. Ach so, ja gut, dann ergibt das natürlich Sinn. Was für eine Bedeutung sollte sie heute noch haben? Weil vor ein paar Jahren etwas geschah. Und was? Ein Sack Reis kippte um. Deine Eltern wurden umgebracht. War uns das nicht schon bekannt? Oder ich bildete es mir ein. Ich kann dir nicht sagen, was mich damals wirklich dazu getrieben hat. Sie zu ermorden? Vielleicht eine Ahnung, vielleicht auch nur Neugier. Jedenfalls habe ich daraufhin angefangen, die Königsmorde zu studieren. Ach so, aber je länger ich mich damit befasste, umso seltsamer wurde alles. Wie darf ich das verstehen? Die Morde damals, sie ähneln sich. Es gibt einen Täter und es gibt Opfer. Nicht nur einzelne Fälle. Alle! Es gibt immer Opfer. Immer stirbt jemand dabei. Das kann kein Zufall sein. Beinahe so, als ob sie von einer einzigen Person verübt wurden. Das ist aber unmöglich. Die Morde liegen bis zu Jahrhunderten auseinander. Das ist ja das Seltsame. Ich bezweifle stark, dass ich nach all den Jahren immer wieder jemand zum Ziel machte, königliche Familien auszurotten. Ganze Familien? Wie soll so etwas sonst möglich sein? Was, wenn dieser jemand kein Mensch war? Bitte, hört mir zu. Hier geht es nicht um die Morde selbst. Es geht um euch. Was? Mein Junge, hör mir gut zu. Der Mord an deinen Eltern, das Muster. Es ist dasselbe wie auf diesem Schachbrett. Wirklich? Nein, 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 aber das klang lustig. So unmöglich das auch klingt, es ist eindeutig. Das ist nicht möglich, das kann... Doch! Das FBI hat es herausgefunden, es muss so sein. Ich kann es mir selbst nicht erklären und genauso bete ich. Bette ich, Ich bette mich, dass ich dich bette, dass ich im Unrecht liege. Aber ich bitte dich, mein Junge. Sollte es doch so sein, dann sei in Zukunft bitte vorsichtig. Im Notfall können wir ihm noch Monk heranziehen. Glaub mir, ich würde dir alles nicht erzählen, wenn ich keinen Grund hätte, besorgt zu sein. Nun gut, genug davon. Ich bin hergekommen, weil ich mich noch mit euch unterhalten möchte. Ja?
Euer Begleiter hat mir erzählt, dass ihr euch weigern würdet, die Thronfolge anzutreten. Ihr weist ihn ab, verschließt euch und sprecht von einem einfachen Leben. Und doch seid ihr, was euer jetziges Leben angeht, nicht abgeneigt. Ihr macht zwar den Eindruck, dass ihr kein Thronfolger werden wollt, aber nicht, dass euer Lebens als jenes das Problem wäre. Seid euch sicher, dass ihr ein König seid? Aber mitnichten. Habt ihr Angst, ein König zu sein? Wenn meine Sprache ebenfalls darunter leiden würde, ja. Hahaha, ich habe schon vieles gehört, aber sowas. Schweigen! Es gibt Männer, die würden nur zu gern mit euch den Platz tauschen. Ihr braucht euch vor nichts zu fürchten. Ihr fürchtet das Volk euch, weil Könige immer böse werden. Das weiß man doch. Sag mal, Junge, wie ist euer Name? Er kennt meinen Namen nicht. Gorda. Also, Gorda, hör mir zu, mein Junge. Ich kann dir alles beibringen, was du wissen musst. Ich kann dir helfen. Ich muss euch gestehen, ich wurde schon darauf vorbereitet. Bestimmt meinst du deinen Magier, das bezweifle ich nicht. Aber anscheinend hat er nicht ganz erreicht, was er wollte. Die einzige Voraussetzung wäre natürlich, dass du Ganze auch ernst nimmst, tun und keine plötzliche Rückzüge machst, tun. Was? Also... Ja, was auch immer ihr gerade gesagt habt. Wunderbar! Ach und... Nenne mich Sordus. Diese Höflichkeiten sind unter uns nicht vonnöten. Wenn ihr meint. Aber... Habt ihr denn wirklich Zeit, mir alles beizubringen? Natürlich, ich bin König, ich habe hier keinen Job. Wir können anfangen, wann immer du möchtest. Sich um die Belange des Volkes kümmern, so ein Unsinn. Einige Tage später... Vater, Vater, schau mal, ich habe eine ganz coole Animation. Vater, Gorda ist wieder da. Sieh nur meine Animation. Oha, sie sind schon zurück. Hui. Sie lebt noch? Bin ich aber froh. Hey du, Gorda ist wieder da. Hui. Verbreitet die Kunde. Gorda! Oh, ist das süß. Na, wer wird denn hier gleich so stürmisch? Sie wollte sich nicht davon abbringen lassen, euch entgegenzukommen. Ist es mir erlaubt zu fragen, was sich denn so ergeben hat? Wenn du es alles wissen möchtest, so solltest du uns ins Schloss begleiten. Elendiger Bauer! Du, ich muss dir was sagen. Was denn? Du darfst es aber niemandem sagen. Und was ist denn das ist... Du weißt, was ich sagen will. Nein. Und was ist es denn, dass ich es niemandem sagen darf? Er heißt Fluffy und er versteckt sich im Wald. Was? Fluffy? Ich glaube, er ist verletzt, aber er will nicht aus der Höhle rauskommen. Kannst du mir nicht helfen? Bitte? Höhle? Meinst du die im Wald? Ja, dort versteckt er sich. Heute geht das nicht, Lucy. Und Fluffy wird es sicher nicht zu hoch schlecht gehen. Dann vielleicht morgen? Bitte. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich kann mal sehen. Dann komme ich morgen früh vorbei, ja? Und bring ein Zentner Fleisch mit, okay? Das Ding ist riesig. Aber du darfst niemandem was erzählen. Werde ich nicht, versprochen. Und jetzt kommen, sie warten sicher schon auf uns. Fluffy. Fluffy! Gorda! Ich weiß ja nicht, wer es ist! Ja, die Stimme passte eindeutig. Jo. Gorda! Bist du in den Stimmbruch gekommen, Lucy? Lucy, warum bist du so früh schon hier? Kommst du heute denn nicht mit mir in den Wald? Doch natürlich, aber so früh. Bitte! Ist ja schon gut. Ich komme. Aber zähl Cedric nichts davon. Er wird nicht begeistert sein. Dann komm. Hui, in den Wald. Ich will endlich Bäume fällen, ganz unter uns. Wieso wolltest du nochmal, dass uns niemand sieht? Fluffy hat Angst vor Menschen. Er will nicht, dass jemand weiß, dass er hier ist. Er ist nicht mehr weit. Für welches Vieh sie das wohl wieder macht?
Am Ende ist es wahrscheinlich nur wieder ein Feldhase. Oder der dreiköpfige Teufelshund. Wie das letzte Mal. Fluffy! Fluffy? Was zum... Lucy, lauf weg! Oh, ich hatte einen Grafikglitch im Gesicht. Oder? Oh oh! Eure Hoheit! Hoheit! Hol die anderen, sofort! Und ja, ich konnte diesen Grafikglitch trotz all der Bewegungen noch sehen. Wartet! Was ist los, Kento? Eure Hoheit wurde im Wald von einer Bestie angegriffen. Die Bäckersfrau kümmert sich derzeit um ihn im Wald... im Innen... Oh. Was? Was? Sprich bitte Deutsch! Bitte folgt mir. Die Rüstungen sehen den Soldaten aus Velsabor aber auch recht ähnlich, ne? Die... orangene Hose, die Rüstung vielleicht, es kommt schon so ein bisschen hin. Oh, ihr seid es. Wie geht es ihm? Er ist bewusstlos, seine Wunden bluten unaufhörlich und er hat leichtes Fieber und einen Grafikglitch im Gesicht. Ich kam es eben nur dazu, seine Wunden zu reinigen. Gut. Gut. Lass uns die Blutung stoppen und die Wunden anschließend verbinden. Wir müssen ihn aufs Schloss bringen, da habe ich mehr Möglichkeiten, ihn zu versorgen. Mein morgendliches Jogging. Wartet. Brian, was willst du hier? Was ist hier los? Was ist hier nur los? In der ganzen Stadt und im Dorf heißt es, dass etwas im Wald passiert ist. Gorda soll dort gewesen sein. Ist ihm was passiert? Geht es ihm gut? Und was macht Lucy hier? Sie war ebenfalls im Wald, als es geschah. Was? Lucy, wie oft hat dir Vater schon gesagt, dass du nicht alleine in den Wald gehen sollst? Du sollst froh sein, dass ihr dabei nicht zugestoßen ist, grenzt schon an ein Wunder. Ja, Lucy, sei froh, dass du nicht da warst. Genau davor hat Vater dich immer gewarnt. Ich befürchte, du hast mir nicht ganz zugehört, aber gut. Du scheinst wohl nicht zu wissen, dass sie zusammen im Wald waren, oder? Was zum Henker wolltet ihr beide im Wald? Oh, ich verstehe schon. Ja, Blümchen und Bienchen bestaunen. Nichts. Ihr geht für nichts in den Wald? Denkst du, ich glaube dir das? Jolda, spielt. Im Wald spielen, deswegen hast du Gorda in den Wald geschleift. Brian! Weißt du eigentlich, was du angestellt hast? Ich wollte das nicht. Brian, was? Du hättest ihn umbringen können. Brian! Was? Ist doch so. Aber das wollte ich doch nicht. Es ist nicht meine Schuld. Was ist mit Gorda? Wo ist er? Er liegt in seinem Zimmer. Jogging. Oh mein Gott. Wie geht es ihm? Er ist noch nicht aufgewacht. Verstehe. Wie viele Frauen wird es eigentlich noch geben? Mein Arsenal an Frauenstimmen ist begrenzt. Kann ich vielleicht irgendwas tun? Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist warten. Und warten. Dann sollten wir mehr Wait-Befehle einsetzen. Das ist eine gute Idee. Ho, Holzfällen! Fick die Henne, Holzfällen! Möchtest du mir nicht ein bisschen zur Hand gehen, mein Junge? Was? Was? Wie? Wer? Wie war was? Was? Du bist heute so ruhig, sonst beschwerst du dich immer, es sei zu anstrengend und zu langweilig. Machst du noch vielleicht Gedanken um die Sache von vor 2 Tagen? Naja, ich meine, so ein Grafikglitch im Gesicht könnte jedem passieren. Das muss dir kein Kopfzerbrechen mehr bereiten. Gorda geht es schon wieder besser und Lucy wird in nächster Zeit nicht mal mehr in der Nähe des Waldes gehen. Was? War die Grammatik jetzt korrekt? Das weiß ich nicht, ich bin ein Bauerntölpel. Ah, nun gut. Ich weiß, aber es hätte beinahe noch schlimmer enden können. Und das alles nur, weil Lucy... Sei ja nicht böse, sie hat mir schon schwer genug, das Ganze zu verkraften. Komm, mein Junge, packen wir das Holz in den Wagen und gehen erstmals heimwärts. Erstmals heimwärts? Oh, super, Mike, da hast du aber Glück, dass das Projekt gecancelt ist. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ja, überarbeite mal die Grammatik und Rechtschreibung tun. Was ist das? Ein Schlüssel.
Vater muss ihn wohl verloren haben. Also meinetwegen könnte das gesamte Spiel aus Sequenzen bestehen. Mir gefällt's wirklich. Ob er zur Truhe gehört? Seltsam. Vater hat die Truhe, seit er sie verschlossen hat, doch sonst nie geöffnet. Was mag wohl dort drin sein, dass er sie verschlossen hatte? Mich irritiert gerade eine Strähne vor dem Gesicht. Moment. So. Pornosammlung. Passt. Es scheint doch der Schlüssel zu sein. Ein graues Buch? Ich kann nicht lesen. Boah, das Ding ist dazu noch schwer. Was genau ist an dem jetzt so besonders? Scheint ein altes Tagebuch von Vater zu sein. Ja, aber es dann gleich Jahre wegzusperren? Aha, er war mal ein Held, hat die Welt vor Dämonen gerettet? Aha, solche großen Geheimnisse werden da willkommen drinstehen, als dass sie niemand erfahren dürfte. Sag, Schatz, wo steht Lucy? Ich habe sie gesehen, wie sie in die Stadt gelaufen ist. Sehr wahrscheinlich ist sie aufs Schloss gegangen oder mal wieder in den Wald. Wer interessiert sich schon dafür? Ich bin ja nur die Mutter. Hat sie dir nichts gesagt? Nein, sie erzählt mir nie irgendwas. Ist doch normal, oder? Nein, nicht wirklich. Oh, nein, sie sagte mir nur, sie gehe auf die Felder. Ja, was denn jetzt? Schloss oder in die Felder? Was weiß ich? Ich bin nur die Mutter. Schrei mich nicht an. Nein, wird sie wohl den Mut gefunden haben, nach diesem furchtbaren Ereignis wieder aufs Schloss zu gehen. Die letzten Tage hatte sie Angst, auch nur in der Nähe zu gehen. In der Nähe zu gehen? Brian, ich befürchte, die Grafikglitches nehmen langsam überhand. Brian, was ist los? Junge, wo hast du das Buch her? Einem meiner Zuschauer fiel auf, dass Gorda ja blonde Haare hat. Genau wie Brians Familie. Brian hingegen besitzt blaue Haare. Genau wie die königliche Familie. Ich weiß nicht, was uns jetzt in den nächsten Sekunden erwarten wird, aber anhand dieser Einleitung denke ich in eine ähnliche Richtung. Übrigens, gut aufgepasst.